Herzlich willkommen im Spastiland. So, dann müsste das hier angezeigt. Herzlich willkommen im Spastiland. Ausrufungszeichen. Yeah. Das hat doch Style. Kommt das jetzt nochmal? Gut. Alles klar. So, das ist so der Anfang des Parks. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Wir haben exakt 100 Besucher und die Laune ist so halbwegs. Parkbewertung 507, auch was auch immer das heißt. Jetzt werden wir hier erstmal weitermachen, indem wir nichts da nehmen, aber Moment. Lampen haben uns noch gefehlt. Was gibt's denn hier für Lampen? Parkweglampe. Das sieht ja stylisch aus. Ach, das ist ein TV-Monitor für Warteschlangen. Sternglühenlampe. Sternglühenweglampe. Lol. Parkweglampe, Parkstraßenlampe, wie sehen die aus? Stellen wir mal kurz dahin. Wie sieht die aus? Ja, wie sieht die aus? Wir stellen mal kurz auf Nacht, macht sie Licht. Licht macht sie auf jeden Fall, da können wir nicht klagen und meckern. Aber welche waren die? Das hier war die. Die kommen natürlich noch hierhin. Und hierhin. Und hierhin. So, wie sieht das aus? Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Mitte ist es jetzt noch ein bisschen sehr dunkel, finde ich. Aber lassen wir erstmal so. Wir gehen dann mal weiter in unserem Park. Und zwar kommen wir noch nicht zu den ersten Bahnen, sondern werden wir erstmal Stände machen. Ballons. Anschalten. Ah, wir schalten mal wieder auf Tag. Boah, ist geblendet. Also hier werden wir zack machen und hier einen zack. Und was kommt dann daneben hin? Scherzshirt, Sonnenbrillenverkaufsstand, Souvenir, Säbel, UFO-Ballons. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich wäre mal für einen Badekleidungsverkaufsstand. Weil wir das hier übelst brauchen werden. Übelst, sage ich euch. Was kann man hier machen? Ballon. Farben für dieses Objekt auswählen. Ja, was soll es für Ballons geben? Wir nehmen mal rote. Rot ist immer stylisch. Preis jetzt mal ein bisschen runter. Kann man hier noch einen irgendwie zusetzen? Jawohl. Dann gibt es noch blaue. Blaue. Hier, blaue. Dann gibt es noch blaue. Da, den blau. Wir nehmen mal dunkelblau raus. Und dann noch grüne. Das war gerade. Und hier. Was gibt's denn hier? Tja. Da habe ich keine Ahnung von. Das lassen wir einfach mal so. Und hier werden wir natürlich wieder. Wo ist es? Da und. Wo ist unser Lieblingsbusch? Wo war das denn? Hier ist sie. Da machen, da machen, da machen. Da und da und da. Moment, da und da und da und da auch. Ja, also machen wir mal so. Alles klar. Und das Lustige ist, man kann die Ballons auch platzen lassen. Oh, da guckst du. Der hat einen neuen Ballon. Oh, halt sie mir. Der hat auch einen neuen Ballon. Oh Gott. Weg ist er. Hat er noch seinen Ballon? Ach, ich bin der Ballonjäger. Also, was haben wir hier? Bahn. Wasserrutsche, Transportbahn, sanfte Fahrt. Wir brauchen mal eine sanfte Fahrt. 3D-Kino. Gruselrad. Karaoke-Show. Riesenrad. Und Riesenrad, das ist schön. Das kommt mal hier so neben den Eingang. Das sieht doch schön aus. Was ist das? Ach so, das müsste der Eingang sein. Das ist der Ausgang. Und das schalten wir gleich erstmal an. Und wir werden jetzt erstmal den Weg. Also am Ausgang brauchen wir den richtigen Weg hier. Oh nein, die Besucher haben Schwierigkeiten. Den Eingang von Riesen. Was? Ach so. Ja, da kommen wir doch gleich zu, Mensch. Scheiß Parkinspektor. Hier, ne? Dich können wir hier irgendwo hinsetzen. Das ist dir klar, oder? Den setzen wir einfach nach da. Na? Was sagst du jetzt, hä? Noch was zu meckern? Also, wo waren wir? Hier. Huch. So.
Dann kann man hier unter Wege noch auf Warteschlangenweg hinzufügen gehen und wir nehmen mal Western. Wie sieht denn das aus? Hä? Wie sieht das aus? Schön. Wie nennen wir die Acht, dieses Riesenrad? Wir nennen es, wie nennen wir es? Großes Rad. Wir sind heute richtig einfallsreich. Und zwei Personen sind schon auf Bahn. Da geht gerade die dritte. Wir können das immer schnell machen. Oh, das ist ja schön, wenn das so schnell geht. Den Ballon platzen wir. Mist, der Parkinspektor ist wieder da. Oh nein. Da ist der Parkinspektor. Ja, der dachte, er kann uns entkommen, aber da kommt er wieder hin. Also, da kann man auch bei jeder Bahn mitfahren. Muss man nur einfach draufklicken. Hier auf das rote Teil und dann hier rechts auf Bahnkamera aufrufen. Ach, wie schön. Da sitzen gerade zwei Leute drin. Huch. Ja, da saßen gerade zwei Leutchen drin. Und da sitzt schon wieder einer. Gerade ist anscheinend die Runde zu Ende. Da geht schon die nächste los. Den Ballon darf er nicht mitnehmen. Das sind die Regeln bei mir. Und der war gerade sehr froh. Alles klar. Ja, das sieht doch schon mal positiv aus. Was macht man jetzt? Jetzt hätte ich hier gerne aber auf der anderen Seite auch noch irgendwas. Weil so ein einziges Karussell, so ein einziges Riesenrad, ist ja in einem Park nicht so der Knüller. Da gucken wir mal, was wir noch so haben. Bauen wir mal eine Achterbahn? Was, oder aufregende Fahrten. Disco. Doppelte Überkopfschwingbahn. Passagiere sitzen in einer von zwei Gondeln, die am separaten Arm angebracht sind. Es hört sich ja sehr spannend. Free Fall Tower. Das muss natürlich... Krass. Freie Fall. Den liebe ich im Heidepark übrigens. Da bin ich so oft drin. Ey, da muss man einfach nur noch kotzen, wenn man da fünfmal hintereinander reingeht und sich zwischendurch ein paar Döner reinschiebt. Nein, Pizza, nicht Döner. Achso, warte mal, wie hoch bauen wir denn den? Ich frage, sieht das jetzt so toll aus? Daneben, neben unserem kleinen süßen Eingang, bauen wir jetzt hier so ein Riesenmonstrum? Das bauen wir später. Wir bauen jetzt erstmal was Kleineres hin. Aber trotzdem aufregende Fahrten. Was haben wir noch hier? Himmelsrad, Himmelsschaukel, Kreisel, Luftkatapult, Minenfallbahn, Piraten. Ach, ein Piratenschiff. Wenn das das ist, was ich denke. Das so hin und her, jawohl, müsste das sein. Den Eingang, den bauen wir mal ganz cool, wie wir sind, genau dahin. Und den Ausgang, da. So, schalten wir mal an. Und was haben wir hier? Mitfahren, ja, klar, da fahren wir gleich mit. Aber erstmal machen wir, huch, hä? So, den Weg, unser Lieblingsweg. Und dazu machen wir gleich mal wieder, was passt denn hier für ein, wie sieht denn der aus? Nee, der, ja, der sieht doch sehr piratisch aus, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Alles klar, Piratenschiff, wie nennen wir es? Black Pearl. So, zack, und da haben wir schon unsere Black Pearl. Wir sehen, es sind schon zwei Personen auf Bahn. Einer mit Luftballon, der jetzt schon weg ist. Und auch noch kurz weg. Und da geht schon der vierte auf Bahn. Fünf! Oha, da müssen wir gleich mitfahren. Huch, kann man hier irgendwie die Kamera ändern? Nur so und so? Ist ja doof. Ich will vorne sitzen. Nee, hinten sitzen. Nee, Moment. So, wir fahren jetzt einfach mal mit. Hoffentlich geht's auch gleich los, denn der hier zittert schon. Wow, 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 wow. Oh, krass. Da hat mir Bock, richtig mal selber reinzugehen. Jetzt noch auf den Kopf, yeah. Okay, da gehen wir mal raus. Ihr kennt das ja alle bestimmt. Und hier bauen wir mal irgendwas Schnieges davor. Und zwar, was haben wir denn hier? Stände. Gruselartikel. Haben wir irgendwas? Papageienballons. Das muss dazugehören. Natürlich sind das dann wieder Ballons.
Aber das passt doch übelst zum Piratenschiff. Hier, schon der Pirat, der sieht ja aus wie Jack Sparrow mit den drei Zehen. Was kann man da machen? Öffnen erstmal. Ein Papageienballon für 1,50 €. Ja, jetzt zugreifen, bevor es ausgekauft ist. Da und da. Und den und. Ach nee, das war ein neuer.